Samsung Galaxy S24 Ultra gegen Honor Magic 6 Pro. Welches Handy ist besser? Los geht's mit Runde 1, dem Design und der Verarbeitung. Das S24 Ultra hat das klassische Note-Design, das heißt, es ist eckig und kantig. Die Kamera auf der Rückseite ist minimalistisch tropfenförmig angeordnet. Man erkennt das Handy sofort aus der Ferne. Der Rahmen ist allerdings neu aus Titan und vorne kommt Gorilla Glass Victus zum Einsatz. Neu ist jetzt, dass das Display auf der Vorderseite flach ist. Dadurch ist das Handy noch breiter. Zusammen mit dem hohen Gewicht von 232 Gramm wirkt das Handy wie ein sprichwörtlicher Ziegelstein in der Hand. Es ist sehr groß und sehr schwer, da muss man wirklich drauf stehen. Immerhin gibt es 7 schicke Farben: Schwarz, Titan, Gelb, Violett und exklusiv im Samsung Online-Shop Blau, Grün und Orange. Die Verarbeitung ist auf absolutem Weltklasse-Niveau und das Design ist minimalistisch und zeitlos. Das Honor Magic 6 Pro ist ebenfalls top verarbeitet. Es besteht aus einem Alurahmen. In meiner Farbe Grün ist dieser Gold gehalten. Es wirkt dadurch extrem hochwertig. Es kommt ebenfalls Glas vorne und hinten zum Einsatz und als Farben gibt es neben dem Grün noch ein Schwarz zur Auswahl. Die Rückseite beinhaltet ein riesiges Kameramodul. Das ist für mich der erste große Schnitzer beim Honor Magic 6 Pro, denn darunter leidet die Ergonomie. Man muss das Smartphone ein bisschen weiter unten greifen, sonst kommt man mit dem Finger immer störend an das Kameramodul. Das hat man hier suboptimal gelöst. Die Rückseite von dem grünen Modell ist schön griffig und hat so eine feine Textur. Obwohl es Kunststoff ist, erinnert es ein bisschen an veganes Leder. Mit 225 Gramm ist das Handy minimal leichter als das S24 Ultra. Interessant ist noch das Quad-Curve-Design. Das Smartphone ist also zu allen Seiten hin abgerundet. Dadurch ist es ein bisschen schmaler und liegt gleichzeitig wieder ein bisschen besser in der Hand. Also bei Runde 1, Design der Verarbeitung, gebe ich ein Unentschieden, da beide Handys extrem hochwertig verarbeitet sind und entsprechend Vor- und Nachteile haben. 1 zu 1. Runde 2, Display. Im S24 Ultra ist ein gigantisches 6,8 Zoll AMOLED-Display verbaut. Seit diesem Jahr ist das Display endlich flach gehalten, das heißt, es gibt keine Curve mehr an der Seite. Das finde ich richtig gut. Die Displayränder sind jetzt auch 15% dünner geworden. Endlich bietet das Smartphone auch von vorne einen modernen, symmetrischen Look. Das AMOLED-Panel ist spitzenmäßig und beinhaltet die LTPO-Technik, das heißt, die Bildwiederholzahl kann von 1 bis 120 Hz adaptiv angepasst werden. Die Auflösung ist darüber hinaus mit WQHD+ überdurchschnittlich hoch und mit einer Maximalhelligkeit von 2600 Nits wird das Display auch sehr, sehr hell. Der Game Changer ist aber das verbaute Glas. Das Gorilla Glass Armor auf der Vorderseite ist bis zu viermal bruchsicherer und reflektiert vor allem bis zu 75% weniger als noch bei anderen Modellen. Und das merkt man, hält man das Handy ins Licht, dann spiegelt das Display einfach viel weniger. Man kann das Handy einfach besser nutzen. Im Honor Magic 6 Pro ist ebenfalls ein 6,8 Zoll großes LTPO AMOLED-Panel verbaut. Es hat ebenfalls das Quad-Curve-Design von der Rückseite und hat dadurch extrem dünne Ränder. In der Mitte oben sieht man die Dynamic Island, eine Pille. Dort ist eine 3D-Gesichtserkennung verbaut. Das Display wird noch heller und zwar mit maximal 5000 Nits. Ich konnte das in meinem Außeneinsatz tatsächlich auch erkennen. Das Display ist so brachial hell und übertrumpft sogar das S24 Ultra. Dafür ist die Auflösung nicht ganz so hoch wie bei dem S24 Ultra und auch die Reflexionen sind etwas stärker. Dafür hat das Honor noch ein Ass im Ärmel. Es besitzt das PWM-Dimming, das heißt, bei niedriger Helligkeit flackert das Display wenig, da es mit 4320 Hz läuft. Für die meisten ist das gar nicht sichtbar, aber es gibt manche Leute, die da wirklich empfindlich sind und die werden diesen Unterschied merken. Die Displays der beiden Handys sind auf jeden Fall die allerbesten, die man auf dem Markt bekommen kann. Sie bieten hier auch wieder Vor- und Nachteile, deswegen gebe ich ein Unentschieden. 2 zu 2. Runde 3, Sound. Im S24 Ultra ist ein Stereo-Lautsprecher verbaut. Die unterstützen Dolby Atmos und der Klang ist fantastisch. Er ist voluminös, er ist immersiv, es ist sogar Bass vorhanden. Man hat hier wirklich das Gefühl, so einen 3D-Raumklang zu haben. Besser geht's nicht. Das Honor hat ebenfalls Stereo-Lautsprecher. Die sind auch sehr gut, aber die können nicht ganz mit dem S24 Ultra mithalten. Der Klang ist nicht ganz so klar und vor allem ist nicht so viel Bass vorhanden. Dadurch ergibt sich nicht so ein räumlicher 3D-Klang. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich gebe hier den Punkt aber an das Samsung, weil man im direkten Vergleich schon immer noch einen kleinen Unterschied merkt. 3 zu 2. Runde 4 Prozessor. Im S24 Ultra ist der Schnappdrache 8 Gen 3 4 Galaxy verbaut. Die 4 Galaxy Sonderedition bietet nochmal 5% mehr Leistung. Merke ich das? Nee. Im System ist alles sauschnell, Apps starten sofort, es gibt keine Ladezeiten und auch Spiele kann man auf den höchsten Grafikeinstellungen flüssig spielen. Am liebsten zocke ich immer Wreckfest, das kann man sogar mit vierfach Anti-Aliasing flüssig spielen. Das ist wirklich beeindruckend. Das Gute an einem Snapdragon-Prozessor ist, der hat eine sehr geringe Hitzeentwicklung. Das liegt auch an der großen Kühlkammer, die bis zu 1,9-fach größer ist als beim Vorgänger. Das S24 Ultra ist also fürs Gaming prädestiniert. Das Magic 6 Pro braucht sich aber auch nicht verstecken, denn hier ist ebenfalls der Snappy H Gen 3 verbaut. Ich merke hier aber gar keinen Unterschied, denn auch das Honor Magic 6 Pro ist pfeilschnell. Apps starten sofort und ohne Verzögerung, alles läuft rucki-zucki und auch Spiele wie Wreckfest kann man hier in höchsten Grafikeinstellungen flüssig spielen. Deswegen gebe ich hier unentschieden 4 zu 3. Runde 5, Software. Im S24 Ultra läuft Android 14 mit der One UI 6.1. Es gibt sagenhafte 7 Jahre Software-Updates, das ist auf dem Android-Markt neben Google einzigartig.
Und das war's noch nicht. Die One UI 6.1 ist meiner Meinung nach die beste Android-Software, da sie funktional ist, aber auch unglaublich viele Personalisierungsmöglichkeiten bietet. Man kann das Handy nach seinen Wünschen komplett einrichten, muss dabei aber auch nicht auf sinnvolle Features wie Routinen oder One-Hand Operation Plus verzichten. Das Handy lässt sich also ganz einfach mit einer Hand bedienen und bietet tiefgreifende Personalisierungs- und Funktionsmöglichkeiten. So muss eine Software sein. Ganz neu sind dieses Jahr auch die vielen KI-Features. Manche sind mehr nützlich als andere. Circle to Search, das Zusammenfassen von Webseiten und das Bearbeiten von Fotos nutze ich aber regelmäßig und ist für mich auch ein Benefit. Falls dir übrigens die Wallpaper auch gefallen, die ich in meinen Videos übernutze, dann kannst du dir die auch einfach holen. Ich habe mehrere Packs rausgebracht, zum Beispiel meine Unicolor Wallpaper, mit denen du dein Smartphone, wenn du die App-Icons noch einfärbst, zu einem einheitlichen Look umgestalten kannst, oder meine abstrakten Wallpaper, die dein Smartphone farbenfroh erscheinen lassen. Falls du Bock auf die Wallpaper hast, dann schau mal in der Beschreibung, da findest du die Kauflinks. Das Honor Magic 6 Pro läuft auch mit Android 14, aber mit Honors eigener Magic OS 8. Man bekommt bei Honor 4 Jahre OS-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich weniger als bei Samsung. Darüber hinaus sieht die Magic OS Software von Honor iOS sehr ähnlich, denn hier wurden nämlich gerade die schlechten Sachen von iOS kopiert. Immerhin kann man jetzt auf dem Homescreen endlich nach unten wischen, um zu seinen Notifications zu kommen. Bei den Personalisierungsmöglichkeiten ist man auch noch nicht auf dem Stand von Samsung und auch KI-Features sucht man hier vergebens. Dafür bietet die Software die schöneren Animationen und ist auch nochmal ein minimales Stück performanter. Trotzdem muss sich Honor hier Samsung geschlagen geben, 5:3. Runde 6 Kamera. Im S24 Ultra ist eine Quad-Kamera verbaut, ein 12-Megapixel Ultraweitwinkelsensor, ein 200-Megapixel Hauptsensor und zwei Zoom-Kameras, ein Dreifach- und ein Fünffach optischer Zoom, mit dem man bis zu 100-fach digital ranzoomen kann. Im Honor Magic 6 Pro ist eine Triple-Kamera verbaut, ein 50-Megapixel Ultraweitwinkellinse, eine 50-Megapixel Hauptkamera und ein 180-Megapixel 2,5-fach Zoom, mit dem man ebenfalls bis zu 100-fach ranzoomen kann. Die Ultraweitwinkelfotos von beiden Smartphones sind sehr ähnlich. Mir hat das Honor hier aber noch ein bisschen besser gefallen, da es etwas mehr Details bietet und auch nochmal die bessere Dynamik bzw. weniger Kontraste hat. Die waren mir beim S24 Ultra teilweise zu hoch. Bei der Hauptkamera sind beide auch wieder sehr stark. Fotos haben eine tolle Schärfe, bei Honor einen mehr natürlichen Look, aber dann bei beiden wieder eine sehr starke Dynamic Range. Das Honor hat aber den Vorteil des größeren Sensors und der offeneren Blende. Dadurch kann man bessere Close-Ups machen mit so einem schönen, weichen Hintergrund. Hier ist Honor für mich immer noch ungeschlagen die Nummer 1. Kein anderes Smartphone macht so krasse Close-Up-Aufnahmen wie das Magic 6 Pro. Beim Zoom hat das Honor dann auch noch ein Ass im Ärmel, denn der 2,5-fach optische Zoom bietet eine Tele-Makro-Funktion. Das heißt, man kann an Objekte schön nah rangehen und kann diese dann groß abbilden. Das ist ein geniales Feature, was ich liebe. Man kann so wirklich tolle Aufnahmen kreieren. Ansonsten hat die Zoom-Kamera vom Honor auch das bessere Bokeh. Das heißt, die Fotos sehen auch hier wieder leicht professioneller aus. Wenn man aber über die reinen Zoom-Qualitäten an sich spricht, dann sehe ich hier Samsung schon vorne, denn zum einen hat man hier zwei Zoom-Sensoren, einen Dreifach- und einen Fünffach-Sensor und gerade bei hohen Zoom-Stufen ab 10 bzw. ab 30-fach, da sieht man, dass das S24 Ultra die besseren Zoom-Fotos macht. Bei Nacht ist dann der Unterschied zwischen beiden Handys extrem krass. Während das Samsung-Handy teilweise 4 Sekunden für eine Auslösung braucht, schießt das Honor mit durchschnittlich einer Sekunde sauschnelle Aufnahmen. Und die Qualität der Bilder finde ich beim Honor auch besser, denn die Farben sind realistischer, man hat hier keinen Ghosting-Effekt wie beim Samsung-Handy. Ich weiß nicht, was Samsung hier macht, aber die Nachtaufnahmen gefallen mir beim Honor deutlich besser. Videos sind dann bei Tag auch wieder auf Augenhöhe, beziehungsweise ich sehe das Samsung hier minimal vorne, da es etwas weniger rauscht. Beide haben aber auch hier eine tolle Schärfe und natürliche Farben. Das S24 Ultra hat hier auf jeden Fall dann den besseren Zoom. Videos bei Nacht sind dann bei Samsung auf jeden Fall deutlich besser, wegen der besseren Stabilisierung und mehr Details. Ja, zusammenfassend kann man sagen, beide Kameras sind Spitzenklasse, aber Honor ist hier immer noch mal eine Nummer besser. Der Hauptsensor macht bessere Fotos und die 2,5-fach Tele-Makro-Kamera ist auch überragend stark. Nicht so sehr im Zoom-Bereich, aber einfach generell in der Aufnahmequalität bei den niedrigeren Zoom-Stufen. Da kann man hier einfach noch bessere Bilder zaubern, als mit dem 5-fach oder 3-fach Zoom vom S24 Ultra. Deswegen gebe ich den Punkt hier an das Honor Magic 6 Pro 5:4. Runde 7 Akku. Im S24 Ultra sind 5000 mAh verbaut. Damit kam ich immer durchschnittlich auf 1,5 bis 2 Tage Anlaufzeit. Maximales Aufladen geht mit 45 Watt. Das dauert über eine Stunde und ist kein guter Wert. Kabellos geht es auch nur mit 15 Watt. Das ist auch schlecht. Immerhin gibt es noch Reverse Charging. Das Honor Magic 6 Pro hat 5600 mAh verbraucht. Ich kam hierbei auch auf eine Laufzeit von 1,5 bis 2 Tagen. Dafür kann der Akku mit 80 Watt in 45 Minuten schnell geladen werden. Das ist auf jeden Fall schon mal 20 Minuten besser als beim S24 Ultra. Und kabellos geht es sogar mit 66 Watt. Das ist krass. Reverse Charging gibt es ja auch. Ich gebe hier den Punkt an das Honor, da es einfach das schnellere Laden ermöglicht und auch den größeren Akku hat und damit tendenziell auch mehr Laufzeit haben sollte. 5:5. Runde 8 Extras. Im Honor Magic 6 Pro gibt es oben die Pille mit der 3D-Gesichtserkennung. Beim S24 Ultra gibt es nur eine 2D-Gesichtserkennung. Dafür hat das Samsung einen Ultraschall-Fingerscanner, der super ist.
Im Honor Magic 6 Pro ist nur ein optischer Fingerscanner an der Unterseite verbaut. Beide Handys sind nach IP68 wasserdicht. Das S24 Ultra hat als Bonus-Features noch den S-Pen, also den Stift, mit dem man digitale Notizen anfertigen kann. Und auch DeX, das heißt, wenn man das Handy an einen Monitor anschließt, hat man diese Windows-ähnliche Oberfläche. Ich gebe hier bei den Extra-Features auf jeden Fall den Punkt an das S24 Ultra, 6 zu 5. Runde 9, Preis. Das S24 Ultra kam im Februar auf den Markt und hat 1.054 Euro gekostet. Aktuell läuft aber gerade wieder die Vorbestelleraktion aus dem Februar. Zumindest bei Amazon hier, da kriegst du den doppelten Speicher gratis und kannst auch dein altes Smartphone noch einschicken und kriegst dann noch einen kleinen Bonus drauf. Das Honor Magic 6 Pro kostet 1.300 Euro, hat dafür aber auch 512 GB Speicher. Aktuell gibt es aber immer noch diesen Rabattcode, mit dem du 300 Euro sparen kannst. Dann kriegst du das Handy für 1.000 Euro im Honor Shop. Das ist wirklich brutal. Das Honor ist also ca. 200 Euro günstiger, deswegen klarer Punkt an das Magic 6 Pro. Und damit steht das Endergebnis fest. Es ist ein Unentschieden 6 zu 6. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das Honor Magic 6 Pro ist nach allen Runden gleichauf mit dem S24 Ultra. Honor hat den sehr guten Vorgänger weiter verbessert und kann in fast allen Kategorien wie Display, Performance, Akku und Kamera überzeugen. Leichte Defizite sehe ich bei der Software, der Haptik und dem Ton. Dafür bekommt man das Handy aktuell für 999 Euro, was es zu einem unwiderstehlichen Angebot macht. Doch das S24 Ultra muss ich nicht verstecken. Ohne die Preiskalkulation ist es sogar etwas besser als das Magic 6 Pro und bietet ebenfalls ein fantastisches Display, eine überragende Performance und dazu die beste Software mit neuartigen KI-Features und 7 Jahren Updates. Egal für welches Gerät man sich entscheidet, man bekommt mit beiden Handys das aktuell Beste, was es auf dem Markt so gibt. Falls du dir jetzt eins der Geräte kaufen willst, dann schau mal in der Beschreibung, da findest du alle wichtigen Links, auch die zu meinen Wallpapern. Jetzt interessiert mich noch deine Meinung. Welches Gerät würdest du nehmen? Schreib es mir in die Kommentare. Abonniere mich auch gerne kostenlos, um keine weiteren Videos zu verpassen und folg mir auch auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir jedoch zwei weitere Videos von mir anschauen. Los, klick drauf, es lohnt sich.